Hallo und willkommen zurück zum Oldtimer- und Youngtimer-Projekt im LS19. Auf der Karte Berthas Kommune im vierten Teil. Im dritten Teil habe ich die Pferde versorgt und jetzt im vierten werde ich mein Feld abernten, denn die nächste Kartenversion steht in den Startlöchern und dafür habe ich natürlich auch meinen Spielstand umändern, da ja Terrainänderungen in der nächsten Version erfolgen mussten. Es gab auf einigen Feldern Hügel und so weiter und die sollten natürlich weg. Und aus dem Grund muss ich natürlich auch meinen Spielstand abändern, aber ich möchte meine Arbeit, die ich in diese Welt investiert habe, noch abernten. Und dachte mir, mache ich gleich nochmal einen Teil draus. Bin jetzt hier also Feld 38. Für das erste Jahr hatte ich dort Sojabohnen angepflanzt. Und die sind jetzt in der ersten Wachstumsstufe reif. Und ich werde das jetzt, ihr seht, abernten, das Feld. Damit ich dann das Spiel, den Spielstand sauber abtrennen kann und in der nächsten Version dann bereits auf der zweiten Version weitermachen kann. Es wird so sein, dass ich in etwa auf denselben Stand bin wie jetzt. Wahrscheinlich auch mit der Jahreszeit alles, dass ich für euch nicht sofort merklich das verändere. Trotzdem sage ich es euch so, einfach, dass ihr gehört habt. Vielleicht spielt ihr ja auch diese Karte. Und dann habt ihr ja, ich denke, spätestens morgen, wir haben jetzt gerade den 7.5. abends um knapp 21 Uhr. Ja, ich denke, spätestens morgen am 8.5. werde ich die nächste Version hochladen. Ja, Sojabohnen in der ersten Stufe. Der Drescher fast irgendwas mit 4000 Liter, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, ich denke mal, zweimal wird er voll sein. Anderthalb mal ungefähr. Und dann sollten wir das auch durch haben. Die Tiere sind versorgt und werden auch, wenn ich das richtig rausbekommen habe, so übernommen, wie sie sind. Probiere ich einfach mal, sollte das nicht so klappen, auf die klassische Art machen und neu einstellen. Aber das schauen wir dann einfach mal. Das probiere ich einfach mal aus. Und dann werden wir das ja in der nächsten Folge sehen, ob das geht. Da schon den B50 umgestellt, damit wir das dann gleich überladen können, wenn der Drescher voll ist. Und dann denke ich mal, schauen wir mal. Ja, definitiv werden wir das erst ins Lager schmeißen. Verkaufen nun gar nicht. Schweine habe ich noch nicht. Weiß ja nie. Der Winter kommt. Wäre eine Überlegung, auch Schweine jetzt zu gehen. Aktuell hätte ich genug Futter für die Tiere. Achso, das nächste Projekt wird, was ich auf diese Karte.
Na, ich war mir gut noch voll. Da war Hoffnung wohl größer als geht. Aber gut, ist halt nur eine kleine Mitte. Nur jetzt aber bei 80%. Welt ist ja doch fast abgeerntet. So, gar nicht mehr. Vielleicht wird es ja doch nur einmal voll. Da ist ja die Größe auf jeden Fall aktuell in Ordnung mit dem Drescher. Braucht man da ja erstmal ran. Und den vergrößern. Hat so seine Vorteile erstmal, ne? Kann man mal in Ruhe zusammenfinden und schauen, was man machen muss. Drescher immer so erstmal mit ACTA gehen, dann eher vielleicht noch mal ein wenig leistungsstärkere Traktoren, so 100 PS und mehr, statt unter 100 PS zu bleiben. Habe ein paar schöne Mods noch gefunden. Suche aber nach wie vor noch einen Wender mit einer vernünftigen Arbeitsbreite im alten Gewand. Also wer Ideen hat, gerne links unten in die Beschreibung rein. Ja, dass ich dann vielleicht mal einen älteren Wender noch bekomme. Schwader habe ich noch einen gefunden. Auf, glaube 5 Meter. Das ist also okay, das können wir dann umwechseln. Aber Wände habe ich um 2 Meter Wände. Bisschen arg wie. Bisschen mehr das, ja. So, na gut. 3,6. Dann schauen wir mal. Rohr und dann fahren wir mal über. Und dann bunkern wir das mal ab. Na, dann haben wir es ja doch. Was?
So, na dann haben wir unsere Arbeit ja, was das Feld angeht. Dann ich die Uhrzeit hier. Ich muss ihn nicht noch waschen, bevor ich ihn räume. Das ist aber knapp. Gut, aber es passt. Nö, aktuell haben wir ja keine Ernteaufträge, aber vielleicht kommen ja morgen welche, Mitte Herbst. Wenn überhaupt noch was reif ist. Und nee, das kann. Na dann, wenn noch keine Ernteaufträge kommen. Dann muss ich die Nähdresche auf jeden Fall noch sauber machen. Und das dann. Den dann noch ordentlich abpacken. Der dann für die Saison vorbereitet. Das kann man natürlich gleich eine Wartung machen lassen. Dann haben wir das auch erledigt. Ja, winterfein eingepackt. Und dann machen wir das erstmal dahin. Deutz. Das gute Stück. Gut, dann haben wir das ja im Prinzip erledigt. Die Tiere sind, wie gesagt, soweit versorgt, sagen wir es mal so. Aber dann kann ich wirklich gleich mal mit dem hier. Zumindest die Wartung machen. Ich weiß nicht viel, aber ein bisschen was ist ja immer an Wartung. Räubern muss ich mal gucken. Ich an dem. Da ich jetzt einfach so rankomme, das wollte ich einfach mal versuchen. Wenn nicht, dann muss ich mir eine Alternative überlegen. Guck mal. Dann legen wir mal zuerst mal das Leitwerk dort ab. Gewartet werden kann. Schauen wir mal. Nee, eigentlich wollte ich es reparieren. Will er nicht? Ist noch zu wenig oder liegt noch nicht weit drin? Liegt's. Nochmal. Nee, verkaufen wollte ich es eigentlich nicht. Na gut, ich glaube, dann wird das gerade ein bisschen schwierig. Erwartung. Warum auch immer. Schauen wir mal, was den Drescher macht. Okay, den könnte ich zumindest reparieren. Ja, der Wetterfilm ist hier gerne. Der muss zumindest der Mähdrescher gewartet. Weiter hat es dann wohl noch nicht. Gut, dann können wir den aber schon mal in der Garage. Nee. Erstmal schauen wir nochmal zum Kercher. Der funktioniert. Versuchen wir mal noch. Wobei noch hört mir das Grundstück nicht. Aber vielleicht funktioniert. Wenn nicht, weiß ich zumindest, was ich mir jetzt nächstes kaufen muss. Und Grundstücke. Ja, versuchen wir mal unser Glück.
Oh, können wir schon mal nutzen. So. Sollte der doch schon mal hier erledigt sein. Dann fahren wir mal zurück. Parken ist gut. Wir gehen in der Garage. Dann hat der seine Jahresaufgabe für ja, erfüllt. Ja, gut aus. So, senden wir das noch ab. Dann haben wir den einmal für das Jahr erledigt. Der trocken und geschützt. Da erstmal noch zu. Offen stehen. So, gut. Das fällt also noch früher abgeerntet als geplant. Das, wie gesagt, war jetzt einfach notwendig, damit wir das hier umändern können, in der Hoffnung, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, für heute auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich über Likes, Kommentare, Anregungen, Abos. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.